ist das eine Erholung. Du hast schlechte Nerven, Mutti. Ganz im Ernst. Ich merke das schon lange. Ich finde, du solltest etwas für deine Nerven tun. Ja. Du müsstest mal in ein Sanatorium gehen oder so. Wozu bist du denn in der Kasse? Halt mal. Du vergiss nicht, dass du heute Abend um 6 Uhr zum Zahnarzt bestellt bist, ja? Ach, Mutti, mit solchen Dingen kann ich mich jetzt wirklich nicht befassen. Was heißt, mit solchen Dingen kann ich mich nicht befassen? Du hast ein Loch im Zahn, das muss zugemacht werden. Basta. Ach, Mutti, dann ruf doch den Zahnschlosser an und sag ihm, ich kann nicht. Nein, Manny, ich denke nicht daran. Verstehst du denn das nicht? Morgen soll das Flugzeug seinen Jungfernflug machen. Und ich habe noch so viel dran zu arbeiten. Dann wird es übermorgen seinen Jungfernflug machen. Also um 6 Uhr heute Abend, ja? Schluss. Paulchen, wen rufst denn du da an? Ja, ich soll ihn ausrichten, dass er heute leider nicht kann. Ihm ist was dazwischen gekommen. Nein, das weiß ich auch nicht. Nein, morgen geht's nicht. Vielleicht übermorgen? Ja, übermorgen um 6. Danke. Paulchen! Oh, Mutti. Für Cognacbohnen hättest du das auch getan. Ach. Magst du eine? Na, heb sie mir für später auf. Mhm. Nein, nicht! Vorsicht! Lass mich! Aber es ist doch wunderbar geflogen, nicht? Hm. Du, ich könnte sowas nicht machen, wenn du mir 1000 Mark dafür geben würdest. Och, da ist gar nicht so viel dabei. Ich könnte ganz andere Sachen machen, wenn ich die richtige Werkstatt hätte. Aber ich richte mir eine ein. Garantiert. Tipptopp. Ja, wenn ich später mal ein eigenes Haus habe, dann baue ich mir den Keller aus als Hobbyraum. Wenn du mal ein eigenes Haus hast. Na, du denkst, ich habe nie ein eigenes Haus. Ich habe ganz bald eines. Ja, ein Hochhaus mit dem Mund. Du, nur nicht frech werden. Autsch, Grobian. Ja, ja, ich weiß. Die Herren Studenten deiner Tanzstunde benehmen sich feiner. Das ärgert dich wohl irrsinnig, was? Aber du gehst ja auch mit anderen Mädchen tanzen. Klar, ich finde, man soll sich gegenseitig Freiheit lassen. Ja, das finde ich auch. Du hast doch gesagt, wir wollen es taufen. Das tun wir ja auch. Das vorhin war ja nur ein Versuch. Soll ich jetzt? Ja, ist gut. Aber du kannst sie nicht daran zerschlagen. Dann geht es ja kaputt. Wäre auch schade um den Sekt. Gib mal her. Wir machen das symbolisch. Das ist, weil er warm ist. So, jetzt schlag mit der Flasche gegen den Rumpf. Aber Vorsicht, wenn ich bitten darf. Hau mir nicht das ganze Fahrgestell zusammen. Das ist ein feierlicher Moment. Ja, wie Weihnachten. Du, ich möchte kein anderes Mädchen dabei haben als dich. Ist das wirklich wahr? Ja, ja. Sicher. Jetzt trinken wir erstmal unseren Sekt. Fang du an. Mhm. Hm, der ist gut. Mhm. Jetzt könntest du mir eigentlich einen Kuss geben, den versprochenen. Wann habe ich dir? Ach so, damals, als du mit dem Flugzeug angefangen hast. Ja, du hast gesagt, wenn das Flugzeug fertig ist und ich taufe es auf deinen Namen, bekomme ich einen Kuss. Du treibst aber deine Schulden schnell ein. Von dir möchte ich mir keine 5 Mark pumpen. Schulden sind Schulden. Also komm. Denkste. Liegt dir was an einem Kuss von mir? Wie viel? Ziemlich viel. Dann lass mich die Karin 2 starten mit allem drum und dran. Ganz allein. Dann kannst du auch einen Kuss haben. Das ist doch lächerlich. So macht man doch sowas nicht. Was heißt sowas? Ich möchte halt das Flugzeug so gern mal selber fliegen lassen.
Ich habe auch stundenlang dabei gehockt und dir Gesellschaft geleistet. Und beim Kleben habe ich dir auch geholfen. Na, meinetwegen. Also ich stelle alles ein, den Zeitschalter und so. Und lasse auch den Motor laufen. Na, und du lässt es dann fliegen. Dafür gibt's höchstens einen Handkuss. Ein Handkuss? Da pfeife ich drauf. Okay, Captain. Ich starte die Karren 2 und du kannst nachher deinen Kuss haben. Ach. Bitte lass mich doch. Sei doch nicht immer so ekelhaft mit deinem Flugzeug. Da sieht man wieder, wie viel ich dir wert bin. Also gut. Auf Wiedersehen. Vorsicht! Lass mich wenigstens den Motor anwerfen. Ganz allein, habe ich gesagt. Ich weiß schon alles. Ich hab's ja 100-mal bei dir gesehen. Aber nur ganz kurz einstellen. Und halt es schön gerade beim Starten. Nicht so tief nach vorne. Jetzt fehlt nur noch, dass es Kondensstreifen zieht. Zahlen. Lass mich! Du hast es versprochen. Du, hast du auch den Zeitschalter aufgezogen? Ja. Wie lang? Ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe ihn eingestellt. Nicht, dass sie uns einfach wegfliegt. Da, was habe ich gesagt? Du, die haut tatsächlich ab. Karin! Da kann doch ich nichts dafür. Hätte ich dich nur nicht drangelassen. Ich trottel. Da, die fliegt aufs Wäldchen zu. Da finden wir sie nie wieder. Nie im Leben. Weg ist sie. Was tust du denn jetzt? Suchen. Was werde ich tun? Aber es ist ja völlig aussichtslos. Warte doch auf mich. Manny, warte doch auf mich. Da lernt man seine Pappenheimer kennen. Ich bin ganz froh, dass das passiert ist. So, du bist froh. Interessant für mich. Na, ich werde es mir merken. So war's doch nicht gemeint. Ich weiß ganz genau, wie du es gemeint hast. Du warst von Anfang an eifersüchtig auf das Flugzeug. Du hast es nicht vertragen können, dass ich mich ein paar Stunden mit dem Flugzeugstand mit dir beschäftigt habe. Ich eifersüchtig? Dass du dich nur nicht schneidest. Ich habe ganz andere Verehrer als dich und solche, die besser küssen. Du hast... Bei dir ist das ja nur wie ein Poststempel gewesen. Ach, herrje, das ist ja, als wenn einer schießt. Wer ist denn gekommen? Herr Freddy? Paulchen! Manny! Bist du tot oder lebst du noch? Zahnschmerzen, was? Als du nicht zum Doktor gegangen bist, Mutter hat mir schon erzählt. Mach einen Kamillenumschlag. Soll ich dir einen machen? Was ist denn passiert? Mit der Schule was? Bist du rausgeflogen? Ich kann das Wort Fliegen nicht mehr hören vor Lust, Mann. Naja, ist ja schon gut. Wie siehst du denn aus? Das ist ja heiter. Deine schöne Windjacke, wenn das Mutter sieht. Ach, herrje, und erst die Schuhe. Jetzt aber nix wie runter damit. Wo bist denn damit rumgestiefelt? Wie Teufel sehen die aus? So was gehört vor der Haustür ausgezogen. Ich habe eben die ganze Wohnung reine gemacht. Also mir, wenn ihr gehören würdet, ihr würdet jedes Mal ein paar hinter die Löffel kriegen fürs Türen knallen. Da fällt ja der ganze Putz von der Wand. Warte. So. Jetzt sind wir alleine. Na, Junge. Raus damit. Bei mir hast du doch schon oft abgeladen. Frau Lustmann, Karin ist weg. Och, die ganze Zeit bei dir gesessen hat?
Lasse laufen. So eine gibt's viele. Die hatte ich ja ganz zerkratzt. Ach wo, das kommt, weil ich durch den Wald gelaufen bin. Ich meine ja auch nicht die Karin. Ich meine mein Flugzeug, die Karin 2. Was du nicht sagst, Junge. Dein schönes Flugzeug ist weg, wo du jetzt die ganze Zeit dran gearbeitet hast. Ach, Herrchen, wie ist denn das gekommen? Sie hat es wegfliegen lassen. Wer sieht, die da immer da war? Mhm. So ein dummes Stück. Hoffentlich hast du ordentlich Bescheid gesagt. Frau Lustmann, ich will mit Mädchen nichts mehr zu tun haben. Sie sind... Ach, ich weiß auch nicht. Ich sehe einfach keinen Vorteil darin. Sagen Sie doch selbst. Du sollst ans Telefon kommen. Mädchen, kann schlecht Deutsch. Ach, lass mich in Ruhe. Ich mag mit der Karin nicht sprechen. Großes Ehrenwort ist nicht Karin. Du, wenn das von dir Humbug ist. Komm. Das war aber Pech mit deinem Flugzeug. Die Lustfrau hast mir schon erzählt. Du sollst nicht immer Lustfrau sagen. Frau Lustmann. Mensch! Und Mensch sollst du auch nicht immer sagen. Wegen dir erzähle ich noch eine neue Sprache, genau. Willst du nun telefonieren oder nicht? Na, gib schon her. Hier, Manfred Seibold? Ja, das stimmt. Königstraße 12. Wie bitte? Aber das ist doch unmöglich. Mein Flugzeug ist gefunden worden. Karin 2 ja. Ist wieder da! Karin 2 ist wieder da! Hurra! 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 Freddy, ich habe auf dich gewartet. Du weißt ja das Neueste noch gar nicht. Mein Flugzeug ist gefunden worden. Tatsächlich? Komm bitte, mein Zimmer und erzähl mir. Siehst du, wie gut es ist, wenn man Name und Adresse auf sein Flugzeug schreibt? Ja. Na, wer hat es denn nun gefunden? Das ist ja gerade das Fantastische. Pass auf, jetzt haut's dich um. Eine berühmte Schlagersängerin. Nee. So ein Glück muss ich haben. Kommt aus Venezuela und bauts landet ihr mein Flugzeug vor ihrer Nase. Einfach so, mitten auf der Autobahn. Das ist ja richtig abenteuerlich. Nicht? Und ihr Name? Manuela Avertino. Klingt toll, was? Ich habe natürlich so getan, als wenn ich sie kenne. Sie hat eine Menge Platten besungen, sagt sie. Ja, du müsstest dir mal eine Platte von ihr besorgen. Klar, das mache ich. Die Glocke von Venezuela. Was ist das? Ein Schlager? Ach wo, so nennt man sie drüben. Glocke von Venezuela. Ganz schön schnulzig. Prost. Na, genug. Aber du hättest ihre Stimme am Telefon hören sollen. Du, ich habe noch nie bei einem Mädchen so eine Stimme gehört. Wenn die so aussieht, wie sie klingt, Mensch, dann ist alles dran. Na, du hättest sie einfach festnageln sollen. Nicht wie hin? Na, wenn sie doch auf dem Weg nach Zürich war. Und sie hat keine Minute Zeit, hat sie gesagt. Sie hat dort in einem Tonstudio oder so zu tun. Und wann, sagte sie, kommt sie zurück? Nichts da. Bedauere, die kann ich dir nicht abtreten. Am Donnerstag kommt sie wieder und bringt auch mein Flugzeug mit. Mensch, von Venezuela durch ganz Europa mit dem Wagen. Das kostet eine Kleinigkeit. Ja, ist toll. Diese kleinen Käfer mit ihren Schlagerstimmchen, die scheffeln nur so das Geld. Na, wer sagt dir denn, dass sie ein kleiner Käfer ist? Sie ist ein Star. Wenigstens in ihrer Heimat. Die Glocke von Venezuela. Du, die klingt aber auch wie eine Glocke. Du tust ja so, als ob sie dir am Telefon was vorgesungen hätte. Naja, ich werde sie mal begutachten und mein fachmännisches Urteil abgeben. Und da steh dich und komm hier ins Gehege. Du hast deine eigenen Jagdreviere. Könnt ihr nicht ein bisschen leiser sprechen, ihr beiden Nachtlichter? Was gibt's denn? Wir reden über Frauen. Ach so. Ja, dann.
Haben Sie auch keinen Henkersschnitt gemacht, Herr Heinz? Ganz lang lassen hinten, nur egalisieren. Auf der Seite habe ich es auch etwas länger gelassen als sonst. Und vorne? Nein, vorne nichts mehr weg. Und hier seitlich, ach ja, etwas. Oder nein, lassen Sie es mal. Gut so? Mhm. Für wie alt halten Sie mich eigentlich, Herr Heinz? Ich weiß doch, wie alt Sie sind. Sie hatten doch erst kürzlich Ihren 16. Ja, aber wenn Sie es nicht wüssten. Ich würde immer sagen 16, 17. Manche sehen auch mit 18, 19 noch so jung aus wie Sie. Ich möchte etwas reine Haartonik oder sowas. Irgendwas, was gut riecht. Sehen Sie. Und wie haben Sie sich das letzte Mal angestellt, als ich Ihnen was drauf tun wollte? Du, weißt du, wo Freddy ist? In seinem Zimmer vermutlich. Nein, da habe ich schon nachgesehen. Also weit kann er nicht sein, das rieche ich. Riechst du denn das nicht? Was denn? Da ist doch eine von seinen Flammen durchgerauscht. Aber er hat doch gesagt, er bringt seinen Wagen zum Abschmieren. Das bist du überhaupt du? Ach, Quatsch. Warum riechst du denn so? Los, wir müssen in die Turnstunde. Der ist's, der! Mandy hat sich einparfümiert. Der riecht wie Mutti im Theater. Wie Mutti. Was ist denn hier los? Hast du dir wehgetan? Nichts ist los, der spielt mal wieder verrückt. Riech mal an die Mutti. Wir müssen los, komm. Ja, nun geht's schon. Mutti, schau, da ist mir dein Knopf. Na komm mit, ich nähe dir gleich an. Sag mal, du riechst wirklich wie ein ganzer Parfümladen. Na ja, die schmieren da manchmal so ein Zeug rein, wenn man nicht aufpasst. Du, dein Schuhband ist geknotet. Zieh ein neues ein. Unten im Schuhschrank. In der Zigarrenkiste. Meine Güte, jetzt ist es schon 3:30. Freddy weiß doch ganz genau, dass ich 4 mit dir verabredet war. Wozu brauchst du denn Freddy? Na, er sollte mich hinfahren, mir Blumen besorgen und ein bisschen assistieren. Assistieren? Na ja, vielleicht ist das so eine abgebrühte Sexbombe. Ich meine, ich weiß nicht so recht, wie man so jemand anpackt. Du sollst sie auch nicht anpacken, sondern dein Flugzeug abholen. Hast du Angst? Soll ich vielleicht mitkommen? Aber ich bitte dich. Ich kann auch nicht mit meiner Mutter dort aufkreuzen. Wie ein kleines Kind. Nein, alles was recht ist. Da ist er. Ach, lass doch den Knopf. Da kommt da die Krawatte drüber. Warum kommst du denn so spät, in letzter Minute? Weil mein Wagen beim Abschmieren noch nicht fertig war. Hier sind deine Blumen. Ich mit einem Strauß in der Hand? Komme ich mir blöd vor. Sag mal, ist die Krawatte auch wirklich nicht zu bunt? Nein, zum Donnerwetter. Stell dich nicht an wie ein Pfingstochse auf Freiersfüßen. Mensch, wie siehst du denn aus? Du bist ja voller Wagenschmiere. Wo hast du denn hingefasst? Hier, das kommt von deinem Dreckswagen. Was mache ich jetzt bloß? Na, dumme Frage. Waschen und umziehen. Die wird gerade auf mich warten. Bis ich fertig bin, ist sie doch längst weg. Dann fahre ich ihm voraus und sage, dass du gleich nachkommst. Aber weh dir, wenn du mir die Puppe ausspannst. Versprich mir, dass du sie nicht anrührst. Keine Angst, Kleiner. So schnell dürfte das Anrühren selbst mir kaum gelingen. Thomas, bitte leih mir doch deine silbergraue Krawatte. Was ist denn das für eine Platte? Eben gekauft, Manuela Albertino. Deine Braut, die Glocke. Na, hat das Mädchen eine Stimme? Lass mich, geh schon. Thomas, bitte die Krawatte. Aber klecker sie mir nicht wieder voll, hörst du? Danke. Und warum braucht Melly nicht mehr ins Hotel zu kommen? Was? In einer halben Stunde? Wie viel? 5 Personen? Ich werd verrückt. Nein, Sie können ruhig kommen. Ich zaubere schon etwas. Draußen hat's geklingelt. Wir müssen Schluss machen. Wiedersehen. Tag, Karl. Tag, Heli. Ich hatte in der Nähe zu tun und da dachte ich mal auf einen kurzen Sprung. So ganz gemütlich. Oh, gemütlich ist gut. In einer halben Stunde kommen 5 Gäste zum Tee und ich habe nichts im Haus. Na, lass mich doch was besorgen. Was brauchst du denn? Wer ist denn das schon wieder? Ach, Paulchen, du kommst mir wie gerufen. Lauf mal schnell und hol mir, warte mal, wie viel sind wir? 5 kommen. Du, Karl? Wir sind auch 5. Also, 1 Pfund gemischten Aufschnitt, du weißt schon von allem was, nicht? 12 Stück Kuchen. Ach, Karl, gib ihm doch bitte etwas Geld, wir rechnen dann später ab. Ja, gern. Du Mutti, wer kommt denn? So, ich gehe jetzt. Brauchst du nicht mehr. Freddy hat eben angerufen. Deine Glocke kommt zu uns zum Tee. Du, deine Glocke kommt. Komm jetzt aber raus, ja? Schnell. Sie kommt hierher? Ja. Zu uns? Und zwar in einer halben Stunde und gleich 5 Mann hoch. Und da sind die Kuchen.
So, gib mir die Teller und die Servietten fehlen auch noch. Ich möchte nur wissen, wer die vier sind, die Fräulein Albertino noch mitbringt. Wahrscheinlich Sekretäre und Manager. So was Berühmtes reißt doch mal gleich mit einem ganzen Tross. Ja, oder vielleicht sogar Leibwächter. Der Senat hat auch mal solche Gorillas um sich. Du, das wird Paulchen sein. Mach doch mal auf, Manny. Karin? Ich habe sie zufällig getroffen. Und da habe ich sie gleich mitgebracht. Ich habe doch 12 Stück Kuchen gekauft. Und wir sind nur 11 Personen. Und nun seid nett zueinander. Paulchen hat mir schon alles erzählt. Und dass du dein Flugzeug wieder bekommst, finde ich einfach toll. Jetzt brauchen wir uns doch auch nicht mehr böse zu sein. Ach Quatsch, das habe ich doch längst vergessen. So, der Tisch ist fertig. Guten Tag, Karin. Guten Tag, Frau Seibold. Nett, dass du dich wieder mal blicken lässt. Hast du ein bisschen Zeit? Ja. Kannst du mir in der Küche helfen? Willst du? Natürlich. Ja? Gern. So, Karin, stellst du gleich mal das Teewasser auf? Genügt das, Sedi? Ach, um Gottes Willen, das reicht ja für eine ganze Kompanie. Paulchen, dazu nimmt man eine Gabel. Hast du dir wenigstens vorher die Hände gewaschen? Bitte? Hoffentlich waren sie auch so sauber, bevor du die Wurst angefasst hast. So, jetzt aber raus, ihr Männer. Ihr seid mir hier im Wege. Komm, Kameraden. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Nun mach schon, leg die Platte auf. Wir brauchen doch Begrüßungsmusik. Mach doch. Moment, doch nicht. Los, mach auf.